Hallo Leute und willkommen zurück zu Pokémon Smaragd. Wir befinden uns jetzt auf dem Schlotberg, heißt das so, kann sein. Und ja, um hier hinzukommen, habe ich Zertrümmerer gebraucht. Das habe ich einfach kurzerhand Rango beigebracht statt Kugelsaat. Die brauchen wir sowieso nicht. Und im Notfall können wir Zertrümmerer, glaube ich, auch beim Attackenverlernen wieder vergessen lassen. Ja, Moment mal, ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, wo ich hier hin muss. Muss ich denn hier hoch? Das ist die große Frage. Hä? War ich hier schon mal? Ich hatte auf jeden Fall Trainer. Ich glaube, hier war ich nur mal, als Team Magma irgendwas von uns wollte. Oder Team Aqua, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall wusste ich nicht, dass es hier noch Trainer oben gibt. Ja gut, die werden wir jetzt versuchen zu umgehen. Hat bei dem hier natürlich gut funktioniert. Aber beim nächsten Mal... Oh, geht daneben. Danke, danke. Weil die sind hier doch... auf einem recht niedrigen Level und naja, das lohnt sich nicht wirklich. Vor allem, wenn die Teile dann auch noch Scanner und so nervige Sachen einsetzen können. Habe ich da definitiv keine Lust drauf. Nenin. Ich bin eigentlich. Oh, komm schon. Ich bin eigentlich nur auf dem Team Magma oder Aqua Versteck. Will ich finden, wo da jemand ist. Und in der Komplettlösung hieß es, wenn man hier den Berg runterjumpt. Dann kommt er da. Wieso bin ich dann nach oben gegangen? Ich weiß es gerade selbst nicht so genau, was da bei mir krumm ging. Aber ich hab's einfach gemacht. Es hat mich hierher geleitet. Irgendwie. Die Trainerin hier, die musste ich unbedingt noch besiegen. Ich kann euch nicht sagen, was mich dazu getrieben hat, aber es ist passiert und was geschehen ist, kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Ah. Nein, 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 warte, warte. Okay. Nein! Ich dachte schon, die speichert mich doch nicht ein, weil die, das ist so eine Oma, die kennt sich damit sowieso nicht aus, aber dann doch. Verdammt. Was ist das hier denn eigentlich? Achso, das sind die Lava-Kekse. Nee, nee, nee. So, und jetzt ein bisschen hier aufpassen. Nicht, dass wir hier irgendwas verpassen. Lieber aufpassen, dass wir nichts verpassen. Hier ist irgendwie der Weg blockiert. Was stand da los? Oh, der Felsen reagiert auf das Magma-Emblem. Dum, dum, dum. Hier hat sich ein Geheimgang geöffnet. Das ist ja interessant. Magmas Geheimversteck. Nee, nur Versteck. Sorry. Ja. Stärke habe ich beigebracht. Genau, habe ich. Ja, es ist wunderschön. Jetzt haben wir hier so ein Mini-Rätsel. Das war auf jeden Fall schon mal sehr anspruchsvoll. So, hat sie auch wilde Pokémon? Ich weiß es nicht. Sieht noch zumindest nicht danach aus. Jetzt schon. Wir können ja mal eben gucken, was es hier denn so gibt. Wahrscheinlich Feuer- und Stein-Pokémon. Das hier sieht eher nach Stein als nach Feuer aus. Es könnte sein, dass es hier Schneckmark oder sowas gibt, aber eigentlich bin ich da jetzt tatsächlich nicht ganz so heiß drauf. Ah! Ist hier bei Schneckmark und so. Nee, will ich nicht unbedingt haben. Deswegen setzen wir direkt einen Tobschut sehen. Hieran kann ich mich, glaube ich, sogar noch ein bisschen erinnern. Oder nee, das war irgendwo anders. Stimmt, das war bei Feuerrot und Blattgrün. Da gab es aber eine ähnliche Höhle auf einer der Inseln. Naja, wie dem auch sei. Morgen ist bei mir richtig gut. Ich nehme das hier mittwochs auf und es ist einfach so krass. Es ist seit der Oberstufe so, sonst wurden eben, wenn Lehrer nicht da waren oder so, die Stunden immer vertreten von Vertretungslehrern halt, macht irgendwie Sinn. Und dann musste man da halt sein und hat da Hausaufgaben gemacht oder eben irgendwie Stadt, Land, Fluss gespielt oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es jetzt eben so, dass die Stunden dann meistens ausfallen. Zwar nicht immer, aber in 90% der Fälle, sage ich mal. Bei mir bisher immer, bei anderen gab es aber auch schon irgendwie Betreuungsstunden oder sowas. Und ja, das ist recht cool, denn morgen hätte ich tatsächlich 7 Stunden gehabt. Also wie jeden Donnerstag. Aber statt zur 1. bis zur 7. habe ich jetzt einfach mal von der 5. bis zur 6. Also, das ist natürlich schon ziemlich cool. Ich weiß gar nicht, was ich da den ganzen Morgen lang machen soll. Ich müsste wahrscheinlich Erdkunde lernen, weil wir da eine Klausur schreiben. Würde auf jeden Fall Sinn machen. Ich glaube, das mache ich auch tatsächlich. Denn ich muss sagen, Erdkunde lernen finde ich jetzt gar nicht so weiter schlimm. Es ist zwar auch nervig,
Aber es ist wenigstens einigermaßen interessant. Im Gegensatz zu... bilde die erste, zweite, dritte Ableitung, berechne die Wendestellen oder irgendwelche Tangentenpunkte, die den Graph schneiden und arg. Nee, nee, das lerne ich dann weniger gerne, aber muss auch irgendwie sein wahrscheinlich. Oh. Was, wie, wer? Nur Mitglieder von Team Magma dürfen hier sein. Aber du hast keine Uniform von Team Magma an. Das erregt Verdacht. Immerhin erregt es dich. Soll ich dir mal zeigen? Ja, okay, ich höre schon auf. So. Vom Rüpel. Gibt's davon auch eine weibliche Form? Anscheinend nicht. Wir haben es auf jeden Fall mit einem Magnelion zu tun. Das Viech habe ich übrigens zweimal als glitzernde Pokémon-Karte. Das weiß ich sogar noch. Ich weiß nicht, wie ich darauf jetzt gekommen bin, aber das habe ich irgendwie noch so in meinem Hintergedächtnis. Krass, oder? Es gab nämlich eine Zeit, wo ich die Karten gesammelt habe. Macht Sinn. Das war 2006 bei der WM. Also 8 Jahre her schon. da waren wir in Bretagne in Urlaub, so. Und es war so, dass mein Bruder und ich unseren Eltern immer Frühstück ans Bett gebracht haben und gemacht haben. Und dafür haben ich dann jeden Tag ein Päckchen Pokémon-Karten bekommen und mein Bruder 2 Päckchen von diesen Panini-Sammelsticker-Dingern von der WM. Und ja, das war ganz cool, weil irgendwie in Frankreich in jedem Pack eine glitzernde Karte drin war und ja, da habe ich die bekommen, glaube ich. Leider sind die dann auch auf Französisch, aber kann man nichts gegen machen. Ist dann so. Dann habe ich es wenigstens länger in Erinnerung, auch wenn es mir lieber gewesen wäre, wenn die auf Englisch oder so wären. Französisch, nee. Nee, warum? So, wir setzen einfach mal Walzer ein, weil es sehr effektiv ist. Und dann beim nächsten Pokémon ja noch ein bisschen stärker wird. Theoretisch zumindest. Praktisch auch. Achso, es gibt gar kein nächstes Pokémon, okay. Dann war es vielleicht doch ein bisschen unnötig, aber ich meine, es hat ja gereicht, also alles in Ordnung. Lauf dir in den Weg. Oh, oh, ein Eindringling. Ja, ich laufe die ganze Zeit neben dir her und dann hast du mich erst bemerkt, als ich mich zu dir drehe, Alter. Wart ein Lappen. Also was die hier für einen Türsteherpersonal haben, ne? Das ist ja nix. Die müssen sich mal so einen Karsten Stahl zulegen. Und hier nicht irgendwie diese Rüpel. Das einzige Problem dann ist, um jetzt nochmal auf die Sache, hey, ich habe erst zur 5. Stunde Schule, in die Schule zu kommen und wieder zurück. Beziehungsweise zurück wird, glaube ich, kein Problem, aber hin. Man könnte natürlich überlegen, mit dem Fahrrad zu fahren, aber Fahrradfahren ist nicht so geil. Und zudem ist hier gerade ziemlich kalt. Heute der erste richtig, oder kühlere Tag, sagen wir es so. Sonst war der September, den ganzen September über war es ja richtig warm. Und auch jetzt der Anfang Oktober war noch ziemlich warm. Also, da kann man jetzt nicht von Ultra-Kälteausbruch sprechen. Aber es ist halt kälter als die letzten Tage. Sogar deutlich kälter. Wo soll ich jetzt lang? Soll ich hier entlang oder da entlang? Das ist die gute Frage, ey. Gehen wir erstmal nach drinnen. Der ist schön völlig warm. Hier steigen ja auch so Dampfdingerts auf, die darauf schließen lassen, dass es sich... Alter, das ist mir hier ein bisschen zu verwirrend, ja? Nur um es dir mal gesagt zu haben. Oder gehe ich doch jetzt? Ich glaube, ich gehe doch erst lieber raus. Einfach mal, um zu gucken, ob es da auch weitergeht. Hier geht's auch weiter, oh Mann. Oh Mann. Dann gehe ich doch erstmal hier lang. Was habe ich nur getan, dass ich hier Wache schieben muss? Mein linkes Ohr brennt schon wie verrückt. Oh. Ja, wenn der direkt neben so einem fetten Lavabecken steht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es minimal wärmer ist als anderswo. Ich kann mich gar nicht mehr an das Ding hier erinnern. Was ist denn los? Habe ich das letzte Mal auch gespielt? Was habe ich denn für ein Spiel das letzte Mal gespielt? Es war einfach ein komplett anderes. Ja. Der war auf jeden Fall sehr einfallsreich mit seinem Zubat.
Und es ist auch sein einziges Pokémon, also der war echt ein bisschen bitter. Ich glaube, der war schon ein bisschen angeschlagen von der Hitze. Naja, kann man nichts machen. Ja, ich gehe mal hier unten noch entlang und dann erst wieder in die andere Richtung. Ja, laber nicht so viel, du willst doch sowieso nur gegen mich kämpfen, komm. Aber ich find's ja echt ein bisschen krass, dass wir uns sowohl mit Team Magma als auch mit Team Aqua anlegen. Irgendwie vielleicht sollten wir da Kompromisse schließen und uns da mit welchen zusammentun, dass wir nicht immer auf beiden Seiten über die Schulter gucken müssen. Denn das ist natürlich nicht ganz so einfach, außer man hat Augen im Hinterkopf. Das war mal so eine Ereigniskarte bei einem Brettspiel, das ich gespielt habe. Das war irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, auf jeden Fall gab es da so Karten mit Fähigkeiten, die die Lehrer zum Ausrasten gebracht haben. Das hieß Geduldsfaden oder sowas. Und mit jeder Karte wurde er eben höher und dann musste man würfeln und hoffen, dass der nicht ausrastet. Und da gab es so eine Ereigniskarte, die hieß Augen im Hinterkopf. Und da hat man dann einen Papierflieger auf den geworfen, aber der hat es gesehen, weil der eben Augen im Hinterkopf hatte. Und dann musste man eine ziemlich hohe Zahl würfeln, um das wieder auszubügeln. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt verstanden habt, wenn nicht, ist eigentlich auch vollkommen egal. So. Naja, die haben hier anscheinend alle nur ein Pokémon, finde ich eigentlich recht angenehm tatsächlich. Besser wie wenn alle irgendwie so richtig abgehen und sechs Pokémon auf dem Level haben. Das könnte möglicherweise wehtun, tut es aber nicht. Das war wieder bester Satz. Initiative sinkt, Mami. Oh, das könnte auch nicht so wehtun. Aber Antikraft ist, glaube ich, gar nicht so schlecht als Attacke an sich. Zum Glück haben wir den Tank Maron hier. Daisy Windebar. Wenn der Verstand durch andere Dinge abgelenkt ist, ist es unmöglich zu gewinnen. Das könnte durchaus der Fall sein. Durch was ist es denn? Ist es denn abgelenkt, dein Verstand? Ich weiß es nicht. Hat er mir auch nicht gesagt. Böser Junge. So, jetzt haben wir es gleich mit zwei von denen zu tun. Und die haben auch wieder nur ein Pokémon. Und die haben alle dieselben, ey. Null Abwechslung. Statt dass die sich hier mal so ein bisschen absprechen und ein richtig krasses Moveset so zusammenstellen. Nee, nee, nee. Sehen die gar nicht ein. Wäre eigentlich recht schlau, tatsächlich. Ich hätte Surfer einsetzen sollen, dann wäre es wahrscheinlich schon vorbei. Ich bin dumm. Ja, danke, danke, danke. Dass sie mich auch so feiert dafür. Oh Mann. Und jetzt habe ich auch noch Schaufel eingesetzt und muss noch eine Runde warten. Ich will nicht warten. Ich will Unreal Tournament spielen. Und Intensität trifft mich, glaube ich, auch noch, wenn ich in der Erde bin. Also war das richtig bitter und das ist auch noch sehr effektiv. Oh Mann. Wie schlecht. Nee, warte, warte. Dann setzen wir einen Knirscher ein. So. Der trifft sowieso zuerst. Alter, das. Ihr dürft mich jetzt Opfer-Row des Tages nennen für die Aktion, Alter. Das war echt bitter. Grrr. Ich bin heute tatsächlich mal nicht nach Hause gelaufen, wie ich das sonst immer mache, sondern. Also es gibt bei uns immer einige, die von ein bisschen weiter wegkommen und die müssen dann mit dem Auto gefahren werden, halt so. Weil sonst um die Uhrzeit einfach kein Bus oder sonstiges fährt. Und ja, da hat man manchmal die Möglichkeit, da mitzufahren, auch wenn das ein kleiner Umweg für die ist. Aber hey, ich fahre ja nicht. So, jetzt werden wir nicht denselben Fehler wieder machen und Schaufler einsetzen, sondern werden hoffen, dass der Eisenschweif trifft. Denn der sollte das eigentlich erledigen. Oh, ist nicht sehr effektiv. Okay. Schade an sich. Hat aber trotzdem gereicht. Dann setzen wir das nächste Mal, wenn das Ding kommt, eben eine Kopfnuss ein. Aber. Ach, das ist schon ein Vorstand. Heißt das, wir sind auf dem richtigen Weg? Könnte sein, könnte sein. Fände ich ganz gut, wenn wir jetzt bald zum Boss vordringen. Denn, also wegen mir müssen wir nicht alle Trainer machen, sonst im Notfall, falls wir in der nächsten Arena so richtig unterlevelt sind. Müssen wir halt ein bisschen offscreen trainieren. Was heißt wir? Das macht dann ich wohl. Oder übel. Oder wohl doch. Und wie auch immer. Wisst schon Bescheid.
Stimmt, das wäre auch eine Idee gewesen, von Anfang an hier Walzer einzusetzen, wenn er schon 4 Pokémon hat. Aber da das erste ja ein Kamaupt, war, wäre das wahrscheinlich tödlich ausgegangen, hätte der nochmal Intensität eingesetzt und Konfusstrahl ist jetzt nicht ganz so geil. Danke nicht für deinen tollen. Nein, bitte. Bitte greif an. Nein, eh. Oh. Ja, gut, dann bin ich wohl gleich tot. Also Zubat wird mich zwar nicht töten direkt, aber Maron wird sich selbst killen. Ja, so kennen wir ihn. So kennen wir ihn. Sich immer selbst fertig machen. Ja. Komm schon. Nein! Oh, er lebt noch. Ja, er lebt noch. Er lebt noch. Lebt denn der alte Stahl-Maron-Link noch? Okay. Zum Glück zieht das Viech immer nur 1 KP ab. Also bei irgendwas anderem wäre ich jetzt schon längst down gewesen, aber okay. Ich habe nichts dagegen. Ja, danke, dass der Volltreffer jetzt kommt. Danke, danke. Den hatte ich auf jeden Fall nötig. Meine Güte. Vielleicht hat er ja noch einen Golbat. Das wäre jetzt ziemlich cool neben Kamerupt. Das wird uns erledigen, vorausgesetzt, es kommt zum Angriff. Wollen wir es mal nicht hoffen. Ich kann auf jeden Fall erst angreifen und das sollte normal effektiv sein. Energiefokus. Wie dumm ist der? Ist der dumm? Komm mal runter, Junge. Ist der dumm? Jetzt, Jan, könnte das echt noch hinhauen. Auch wenn das. Jawohl, es reicht. Perfekt. Das habe ich doch gehofft, weil das Viech gibt wenigstens auch mal minimal was an Erfahrungspunkten. Der Rest gab ja so gut wie nichts. Schutz wirkt nicht mehr, Mami. Die haben hier auch schon überall so Bohrer und Machines rumstehen. Da bin ich mir mal gespannt, was die damit vorhaben. Was für ein Vorhaben sie vorhaben. Das war ja lustig. Was? Beutel ist voll. Verdammt. Wisst ihr was? Dann setzen wir mal einen Hypertrank ein. Ich weiß nicht, ob das dann was an der Situation ändert, weil ich meine, ich habe ja immer noch Hypertränke drinne, dass ich die halt nicht so stapeln kann, bloß. Okay, ich muss was weglegen. Dann würde ich sagen, Schutzband. Müll. Obala, den Top-Dingens nicht. Ein bitteres Kraut, das besiegte Pokémon belebt. Das könnte ich theoretisch bald mal einsetzen. Nuggets und so weiter würde ich sehr gut ungern nur hergeben. Flinkklaue auch. Donnerstein können wir weghauen. So, und jetzt werden wir erstmal das Item wieder aufsammeln. Denn jetzt haben wir ja wieder für 2 Items Platz. Dann müssen wir demnächst mal zum Markt und den Pudersand und so weiter wieder verkaufen. Und hier haben wir also schon Mark Groudon. Nichts kann deinem Schlummer in der heißen, in dem heißen Magma schmören. Du wolltest diese blaue Kugel haben, nicht wahr? Ich habe sie dir gebracht. Ihr Licht soll dich aufwecken. Und nun zeig mir deine einzig wahre Kraft. Und da wird der Bildschirm blau. Oh. Jetzt ist da also Groudon am Stüssel. Und, wo ist es hin? Hör, was ist los? Die blaue Kugel ist doch der Schlüssel, oder einfach nicht? Groudon, wo bist du hin? Das weiß ich auch nicht. Du warst das also. Ich habe gesehen, wie du unerlaubterweise deine Nase hier und dort hineingesteckt hast. Ich verstehe es jetzt. Du hast eine billige Nummer abgezogen. Okay, ich habe deine Aussage zwar nicht so ganz verstanden, aber lass uns einfach kämpfen. Jetzt haben wir es mit Magma Boss Mark zu tun. Der auch ein Magnet besitzt und der uns wahrscheinlich direkt wegbashen wird. Ah ne, ich habe Maron ja geheilt. Oh. Hätte ich beinahe wieder vergessen. Eisenschweif, hauen wir rein. So, Angeberei, ey. Komm, lass dich von dem nicht beeindrucken. Der hat auch nur einen 47er Bizeps. Das ist kein Problem für dich. Ist kein Problem für dich. Ist kein Problem für dich. Wir haben es ja vorhin gesehen. Verwirrung ist bei dir sowieso vollkommen egal. Komm, das gibt's doch nicht. Was ist denn los mit Maron? Wirklich jedes Mal. Ja, okay. Der hat sich gerade genauso viel abgezogen wie mir. Das ist auf jeden Fall sinnvoll.
Und dann geht die Attacke daneben. Danke, danke, danke. Ich muss echt nochmal die Genauigkeit von Eisenschwalb nachschauen, aber so niedrig ist die dann auch wieder nicht, dass es wirklich bei jedem zweiten Mal nicht trifft. Ist verwirrt, es hat sich vor Verwirrung selbst verletzt, Mami. Natürlich. Boah. Ist euch aufgefallen? Ich glaube, in dem gesamten Projekt habe ich mich häufiger durch Verwirrung selbst getötet, als von Gegnern getötet worden zu sein. Also meine Pokémon, nicht ich. Das gibt's doch nicht. Meine Güte. Zum Glück hat Magnane überhaupt nichts drauf, um mir irgendwie Schaden zuzufügen, aber... Ja, trotzdem habe ich die Hälfte von den KP weg. Macht auf jeden Fall, ist auf jeden Fall cool, ja. Das feiere ich. Lol, okay. Ich hätte nicht erwartet, dass das direkt so richtig reinhaut, aber... habe ich jetzt auch nichts gegen, tatsächlich. Da werden wir mal den Blizzy wieder rein tun. Denn gegen Bodenfeuer, oder ist das Bodenfeuer, müsste... ja, gut, dann dürfte das Viech da nicht so viele Chancen haben. Oder ist es Gestein, Feuer, so irgendwas. Surfer! Und tschüss mit... Weg mit dir! Auch wenn es da ja so blaue, coole Aquawellenzeichen drauf hat. Sieht zumindest so aus. Naja, das hat sich das tätowieren lassen, dass man direkt sieht, vor was es Angst hat. Und es versucht, seine Angst zu besiegen, indem es jeden Tag auf sein cooles Tattoo schaut und sich denkt, dich werde ich irgendwann mal besiegen. Hat leider bisher noch nicht hingehauen. So ein X-Bad ist jetzt natürlich schon ein harter Brocken, muss man an der Stelle sagen, aber gegen den Eisstrahl hat das Viech auch nicht viel zu melden. Vorausgesetzt, es hätte mich nicht verwirrt und ich werde mich dadurch wieder selbst verletzen, weil ich unglaublich Pech damit habe oder auch nicht, weil der Blizzard ein ganz anderer Typ ist und mit der Sache doch deutlich besser umgeht. Und sich deswegen... Oh! Oh! Ich hätte natürlich auch Blizzard einsetzen... also einen Blizzard einsetzen können. Der hätte das vielleicht schon besiegt. Aber, da ist die Genauigkeit ja wieder ein bisschen... Wie lässt da ein bisschen zu wünschen, ey, Partygay. So, und jetzt bleibt wieder der berühmt-berüchtigte 1 KP übrig. Na, es sind sogar bestimmt noch 10. Gebe ich zu an der Stelle. Oh, lol. Ja, natürlich, der hat noch einen Supertrank. Warum auch nicht? Und jetzt habe ich natürlich Surfer eingesetzt, aber es könnte durchaus sein, dass es trotzdem reicht. Naja, ich muss es nicht herausfinden, weil ich mich wieder selbst verletze. Und der Flügelschlag zieht mir in dem Falle jetzt tatsächlich auch was ab. Ihm aber auch, wegen der Rauhaut. Jawohl! Schöne Fähigkeit. Mag ich immer noch. Und jetzt bin ich wohl tot. 3, 2, 1. Ups! Durch Verwirrung. Wer hätte das gedacht? Ich hab's ja nicht gerade noch gesagt, dass all meine Pokémon nur durch Verwirrung draufgehen. Meine Güte. Was denn los mit meinen Leuten hier? Biss würde mir nichts tun. Nee, nee. Jetzt hat's mir wieder gar nichts entgegenzusetzen, also an seiner Stelle würde ich jetzt in Depressionen verfallen, wenn ich einfach sehen würde, dass meine Pokémon mir nichts anhaben können, außer mit der Kackverwirrung. Mann! Vor allem, dass Konfusstrahl auch immer trifft. Wobei, es könnte sein, dass Konfusstrahl, das ist mit 100% Genauigkeit. Ich glaube, das ist Superschall, was ein bisschen niedrigere Genauigkeit und so hat. Komm schon, du willst doch Level 39 frei erreichen, sehe ich das richtig? Das sehe ich richtig, danke. Hui, das ist sehr effektiv, ja, ja. Ah, da freut es mich aber drüber. So, und jetzt kann ich auch einfach, weil ich kann, dieses Kraut da noch verwenden. Denn Blizzard ist ja down, dann belebe ich den eben wieder, auch wenn es in dem Fall gar keinen Sinn macht, weil ich in ein Pokémon Center gehen könnte, wenn ich da Bock zu hätte. Aber egal. So, der wird Groudon folgen. Das ist mir eigentlich recht egal, muss ich an der Stelle sagen. Und das Vitalkraut. Okay. Alter, das füllt alles auf. Ja, okay, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es vielleicht doch lieber behalten. Verdammt. Ach so, jetzt muss ich auch wieder raus irgendwie. Ah, ein Fluchtseil. Das ist ja cool, dass die einem hier einen Fluchtseil hinlegen, dass man direkt raus kann. Wo bist du? Fluchtseil, komm her. Hui. Boah, der dreht sich immer so schnell, dem wird doch bestimmt schwindelig. So, und soweit ich das
verstanden habe, können wir jetzt aber an die Stelle. Oder wir können in dieses Geheimversteck. Ich guck mal eben in Graphitport City vorbei, ob sich da jetzt was geändert hat. Wenn nicht, müssen wir in das Geheimversteck. Okay, hat sich was geändert. Was hier für ein fetter Menschenauflauf ist und warum die da alle rumstehen, das erfahren wir dann im nächsten Part. Ihr habt gemerkt, der Part hier war jetzt auch schon wieder ein bisschen länger. Ich werde die Parts, denke ich, jetzt auch immer so um die 20 Minuten machen. Der hier geht jetzt zwar 25 Minuten, aber naja, was soll's. Die 5 Minuten, die werden auch keinen umbringen. Solange sie mich nicht umbringen, bringen sie euch hoffentlich auch nicht um. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wenn es spannend weitergeht in dieser Welt. Bis dann und ciao.